Senior Quadrado, Ihre Kollegin wurde bei der Arbeit erniedrigend behandelt. Bei der Arbeit? Sie war fast nie da. Ich arbeite seit 40 Jahren in der öffentlichen Verwaltung. Ich benutze kein Tippex. Alles vollständig ausgefüllt. Hier stimmt etwas nicht. Geben Sie mir mal einen Tipp. Als ob es keine Verbindlichkeit mehr gäbe. Ich will die Scheidung. Bekommt sie keine Kommunion? Ich würde sie auch Togo nehmen. Keine Manieren. Ich gehe nicht während der Arbeitszeit einkaufen. Ach nein. Und was ist das? Das ist mein Frühstück. Mein Blutdruck ist niedrig. Genau wie Ihre Arbeitsmoral, Carmen Sita. Was hast du im Finanzamt verbockt, dass sie dich hierher versetzt haben? Deshalb machst du deine Arbeit und sparst dir deine Kommentare, wie das sexistisch, rassistisch, homophob, transphob oder sonst wie diskriminierend. Verstanden? War ja zum Glück keine Gebärdensprache. Ein falscher Schritt und du verteilst hier Kondome bis zu deiner Rente. Als die Gleichstellung an Bedeutung gewonnen hat, sind wir hier raufgezogen und jetzt machen wir Open Space. Open Space? So wie beim Tennis? Betriebssport? Was für ein Kindergarten. Hey, die Erde weint, Andres. Ich bin auch kurz davor. Sie wollen heiraten? Meinen herzlichen Glückwunsch. Zufällig sogar am selben Tag. Ich habe keinen Plan von Recycling. Aber beim Flirten kannst du was von mir lernen. Du schenkst dir ein paar Blumen, rückst dir einen Stuhl ran, wenn sie sich setzt. Behandel sie wie eine Königin, aber ich hasse Monarchie. Was machst du denn? Deshalb sind die Dinosaurier auch ausgestorben. Ich möchte allein und frei sein. Ich steuere meinen Wagen jetzt selbst. So bekommst du den Führerschein nie. Ist doch klar, dass du eine... Eine was? Eine LG... Bitte was? GBT... TBA? Seht ihr mich wieder? Woher kommen diese Leute? Aus deiner Versuchsreihe? Was für ein Zoo.